Lektion 304. Lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Ich kann meine heilige Sicht verschleiern, wenn ich ihr meine Welt aufdränge. Auch kann ich die heiligen Anblicke nicht sehen, welche Christus schaut, es sei denn, es ist seine Schau, die ich anwende. Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Ich möchte die Welt segnen, indem ich durch die Augen Christi auf sie schaue. Und ich werde auf die sicheren Zeichen dafür schauen, dass alle meine Sünden mir vergeben worden sind. Du führst mich von der Dunkelheit zum Licht, von der Sünde zur Heiligkeit. Lass mich vergeben und also die Erlösung für die Welt empfangen. Sie ist deine Gabe, mein Vater, mir gegeben, um sie deinem heiligen Sohn anzubieten, auf dass er die Erinnerung an dich wiederfinden möge und an deinen Sohn, wie du ihn schufst. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und natürlich reflektiert diese Lektion, diese Redewendung, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und denn du wirst eine Welt sehen, die dich reflektiert. Und wenn du Veränderungen in der Welt sehen willst, dann mach diese Veränderungen in dir selbst. Mach diese Veränderungen erst in dir und in deiner Wahrnehmung. Und dann wirst du zu dieser Welt die richtige Frequenz hinzufügen. In diesen Tagen, wo sehr viele Demonstrationen stattfinden und es gibt ein Gefühl von Konfrontation oder Angriff, der stattfindet, sind die Masse derjenigen, die Besseres wollen, also sie verstehen oftmals die Gesetze der Schöpfung falsch. Sie gehen dahin mit einer harten, heftigen, kämpferischen Energie gegen das, von dem sie glauben, dass es das Problem verursacht. Es ist nichts verkehrt an einer Demonstration und es ist nichts verkehrt daran, sich zusammenzuschließen mit Gleichgesinnten. Aber diese Gleichgesinnten müssen zusammenkommen in der Liebe von etwas. Und so sind die Umweltdemonstrationen, die ihr hier beispielsweise seht, arbeiten deshalb oftmals gegen das Endresultat, das alle hier sehen wollen. Denn sie glauben, dass etwas außerhalb von ihnen das Problem verursacht. Ihr könnt sehen, wenn ihr zurücktretet und die Welt aus einer etwas höheren Perspektive anschaut. Also ihr könnt dann sehen, dass die Akkumulation von dem individuellen Konsum das ist, was das Problem verursacht. Alle diese einmal Plastikartikel, alle diese Plastiktüten und diese Art von Dingen. Nun, ein Individuum glaubt nicht, dass, wenn es sich selbst ändert, dass das die Welt ändern wird. Sie glauben das einfach nicht. Denn sie wurden erzogen in eurer Newtonschen Physik. Und das ist das, was ihr eine wissenschaftliche Methode nennt, in der es eine einfache Ursache-Wirkung-Beziehung gibt. Eine Person kann nicht die Welt verändern. Was diese Lehre hier besagt ist, ist, dass tatsächlich eine Person die Welt verändern kann. Eure Welt, denn ihr seid die Schöpfer eurer Welt und ihr erlebt eure Welt und ihr werdet tatsächlich Dinge anziehen, die eine ähnliche oder gleiche Frequenz haben. Also wenn ihr besorgt seid über die Umwelt zum Beispiel, und das ist wirklich nur ein Thema, das wir hier als Beispiel benutzen, weil es jetzt gerade so zentral in eurer Gesellschaft ist, also in den Medien hier in der Zeit jetzt hier im Moment. Und das ist nicht wichtiger als andere Themen, an denen andere Menschen interessiert sind. Das ist einfach nur ein Beispiel. Also eure Veränderung in euren Konsumgewohnheiten wird bewusstere
Menschen, Orte und Dinge zu euch anziehen und Erfahrungen, denn ihr akzeptiert eure Rolle im Kollektiv. Ihr sagt, ich bin vielleicht nur ein Tropfen in diesem Eimer, aber wenn ich eine bestimmte Frequenz demonstrieren kann, dann werde ich beginnen, den ganzen Eimer zu beeinflussen. Und das ist im wörtlichen Sinne das, was geschehen will, wird. Also wir ermutigen euch weiterhin, leidenschaftlich dabei zu sein bei dem, was ihr wollt. Aber lasst euch nicht davon einfangen oder seid nicht darin eingefangen, dass ihr gegen das kämpft, was ihr nicht wollt. Ihr gebt eure Energie zu diesem System dazu, wenn ihr dagegen kämpft. Denn ihr seid dann in einem kämpferischen diese und wir, also die anderen und wir Modus. Ihr seid nicht in einem ausdehnenden, umfassenden Verständnis davon, wie die Schöpfung funktioniert. Und das wird eure Frequenz beträchtlich verändern. Also zum Beispiel, wir wollen über sie hier sprechen. Also Tina. In ihren Kurs in Wundern Studien, als sie noch kein Channel war, gab es viele von uns, die ihr halfen, ihren Geist zu fokussieren und an ihrer Vergebungsarbeit zu arbeiten. Dass sie brauchte, dass sie daran arbeitete. Es gab einige tiefe Vergebungsthemen, an denen sie arbeiten musste. Und weil sie sich selbst ihre Vergebungspraxis so gewidmet hat und einige andere weltliche Belange so lang zur Seite gelegt hat, auf denen andere Menschen dazu tendieren, sich darauf zu fokussieren, so wurde ihre Praxis ein großer Teil ihres Tages. Und die Ergebnisse erreichten daher eine wundervolle Geschwindigkeit, von denen einige von euch ja, ihnen gut tun würde, wenn sie das nachmachen würden. Einige von euch schauen auf sie und sagen, oh mein Gott, was für eine enorme Erfahrung hat sie, erlebt sie, was für ein Glück sie hat. Die Wahrheit in der Sache ist, dass sie in so großen Schmerzen war durch die Verdrehung in ihrem Geist, dass das Machen also den Kurs in Wundern zu machen, das brachte ihr einen so großen Kontrast in dem, wie sie Frieden fühlte danach, dass alles andere seine Bedeutung verlor oder weniger wurde und ihre Praxis, diesen Frieden zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wurde der Anfang und das Ende also alles in ihrer Erfahrung, in ihrer Existenz. Nun, als sie in dieser Phase war, gab es einen Teil ihres Geistes, der besorgt war, dass das alles wäre, was ihr Leben jetzt von jetzt ab nur noch wäre. Und dass sie allein leben würde und dieses große blaue Buch lesen würde. Sie war glücklich mit ihrem Geistesfrieden, aber sie war besorgt über den Zustand vom Rest ihrer Existenz in dem Sinne, dass sie nicht in einer Weise lebte, der in Übereinstimmung war mit ihren Wünschen. Nun jetzt 10 Jahre später hat sich das vollständig verändert. Sie lebt das Leben ihrer Träume, aber das war nicht ihr Ansporn oder ihr Ziel, als sie ihre Vergebungsarbeit machte. Das ist etwas, von dem wir möchten, dass ihr das versteht. Das war nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war Frieden. Und indem sie diesen Frieden erreichte, konnte sie wahre Führung erhalten. Und indem sie ihre normalen Grenzen losließ, erlaubte sie, dass wir in ihr Bewusstsein kommen können, voll und ganz.
und weitere Upgrades in ihr machen konnten. Aber es war ihre Hingabe an ihre Praxis, die das alles auslöste. Und das hat lange Zeit gebraucht. Glaubt nicht, dass sowas über Nacht geschieht. Also für diejenigen von euch, die in den 300er der Lektionen sind, vielleicht nicht für das erste Mal, vielleicht auch schon das zweite oder dritte Mal, widmet euch erneut eurer Vergebungspraxis oder gebt euch dem hin und versteht, dass die Welt, das ihr seht und die Welt, auf die ihr reagiert, ist in eurem Geist. Sie ist nur in eurem Geist. Und wenn ihr euren Geist ändert, wird die Welt darauf reagieren. Das ist das Wunder, das sich manifestiert. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich spreche morgen wieder zu euch.